Hey Leute, willkommen zur heutigen Mobility-Stunde. Wir wollen uns ein bisschen um unsere Beweglichkeit kümmern. Also die heutige Stunde ist vor allem für die gedacht, die vielleicht nicht ganz so flexibel sind, die ein bisschen fester sind in ihrem Körper. Wir brauchen auf jeden Fall wieder einen Gurt oder einen Gürtel und einen Block gerne dazu. Wenn du sehr flexibel bist, dann wirst du vielleicht nicht allzu viel aus den Übungen heute ziehen, aber mach trotzdem gerne mit. Mach die Stunde vielleicht einfach zu einer kleinen Meditation für dich, zu den Übungen dazu. Aber gerade für die, die wie ich ein bisschen unbeweglicher sind, ein bisschen unflexibler sind, ist es wichtig, diese Übung regelmäßig zu machen. Und ich hoffe, wenn wir die heutige Stunde beendet haben, dass du immer wieder zu diesem Video zurückkehrst, die Übung immer wieder regelmäßig wiederholst, um einfach im Laufe deiner Praxis beweglicher zu werden, einfach dich wohler zu fühlen in deinem Körper. Ganz viel Spaß dabei, wir sehen uns auf der Matte. Namaste. Okay, wir starten in der Rückenlage. Kommen auf die Matte. Stell die Füße auf und wir beginnen direkt hier in der ersten Dehnung. Komm ins Nadelöhr, leg den rechten Fuß, den Knöchel auf den Oberschenkel. Etwas vielleicht über dem Knöchel ansetzen. Heb den linken Fuß von der Matte und dann greife hier mit den Händen hinten entweder dein Schienbein oder hinten den Oberschenkel. Flex den rechten Fuß, drück das rechte Knie nach vorne und lass langsam wieder Schultern und Kopf auf die Matte sinken. Finde langsam ein bisschen Hüftdehnung hier, sanft ein bisschen Druck erzeugen mit den Händen, das linke Knie zu dir ranschieben. Wenn du im Nacken ein wenig Druck spürst, leg dir vielleicht sanft eine Hand hoch unter den Kopf und arbeite wieder mit leichten Impulsen hier, ohne zu viel den Körper zu stressen, ihn in den Dehnungen ein bisschen Zeit geben. Ruhige Atmung durch die Nase. Letzter kleiner Schub. Und dann lösen, linken Fuß aufstellen, rechtes Bein wegnehmen, beweg dich ein wenig und dann wechsel die Seite, stell den rechten Fuß auf, bring den linken Knöchel auf den rechten Oberschenkel, heb den rechten Fuß und dann auch hier Nadelöhr, Hände greifen hinten am rechten Schienbein oder am Oberschenkel, flex dich hinein mit dem linken Fuß, schieb das Knie zu dir ran, das linke Knie zeigt zur linken Seite. Drückt leicht weg vom Oberkörper. Und dann finden wir auch hier die leichte Hüftdehnung in der linken Seite Richtung Gesäß. Entspann Schultern und Hinterkopf. Wer mag, schließt die Augen. Beobachtet die Dehnung, beobachtet die ruhige Atmung. Sehr schön, auch hier letzter kleiner Schub und dann lösen, auch hier rechten Fuß wieder aufstellen, linkes Bein wieder leicht lockern, bewegen und dann nimm dir hier deinen Gurt oder deinen Gürtel oder dein Handtuch und wir kommen in die Streckung wieder mal der Beine, Fußballen und Gurt verbinden und dann zieh dich hier in die Länge. Linke Ferse, linke Fußsohle zeigt nach oben. Die Hände wandern gerne noch etwas höher wieder am Gurt zum Fuß. Linker Fuß bleibt gerne aufgestellt. Und dann in der Rückseite des Beines hier die Dehnung finden. Im Oberschenkel, in der Wade, in der Kniekehle.
hier nicht so sehr zerren am Gurt, am Gürtel. Und leichte Spannung halten. Sehr schön. Löse dieses Bein auf. Beug das Knie, wechsle die Seite. Linken Fuß und Gurt verbinden, am Fußballen vielleicht einen Ticken darunter. Und dann zieh dich auch hier in die Länge. Rechten Fuß aufstellen hinterm Gesäß. Kniekehle, Wade, Oberschenkel dehnen, strecken. Hände auch hier ein bisschen nachgreifen lassen. Auch die Arme sollten hier gestreckt sein. Sehr gut. Auch hier wieder lösen. Knie beugen, Druck rausnehmen und dann wieder zur anderen Seite. Vorher setz dir gerne einen Block neben dein rechtes Becken, neben die Matte. Und dann verbinde dich wieder mit dem Gurt am rechten Fuß, streck das Bein. Und dann bring die rechte Hand höher an den Gurt. Halte fest, lass den linken Fuß aufgestellt und beginne langsam das rechte Bein zur rechten Seite zu öffnen. Und dich langsam mit dem Oberschenkel gerne am Block oder wenn du ihn nicht brauchst, Richtung Boden fallen zu lassen. Schau, dass deine linke Seite auf der Matte bleibt, die linke Schulter, das linke Gesäß. Nicht so hastig hier arbeiten, wenn du langsam deinen Block hier findest, richte ihn nochmal ein. Je tiefer, je weiter außen, desto schwieriger, desto intensiver wird das Ganze. Und dann, wenn du hier einigermaßen eine Position gefunden hast, nochmal nachgreifen mit der Hand am Gurt und dann streck das linke Bein aus und leg den linken Arm, die linke Hand auf den Oberschenkel und drück ein bisschen das Bein tief, dass du dort, wie gesagt, die linke Seite schwer hältst. Und genieß diese leichte Öffnung, Dehnung wieder. Flex nochmal den rechten Fuß. Fußaußenkante ist parallel zum Boden. Lass das Becken nicht nach links drehen. Sehr schön. Und dann nimm den Druck raus, komm zur Mitte. Komm wieder mit dem Bein zur Decke. Noch ein schöner, langer, tiefer Atemzug hier. Hände am Gurt. Linkes Bein gerne lang lassen auf der Matte. Und dann lösen. Knie beugen, kurz bewegen, kurz mobilisieren. Den Block schon mal zur anderen Seite legen. Nehmen das linke Becken. Und dann rechten Fuß aufstellen. Gurt. Und Fuß verbinden. Streck dich. Finde die Länge wie eben. Und greife mit der linken Hand höher, den rechten Arm erstmal zur Seite fallen lassen und dann ganz allmählich, ganz langsam, lass die Zeit nicht zu hastig, öffne dich zur linken Seite mit deinem Fuß, mit deinem Bein. Lass die rechte Schulter schwer, leg den Arm gern zur Seite raus und dann finde auch hier vielleicht deinen Block oder vielleicht den Boden. Wenn du so langsam hier deine Position findest, gefunden hast, streck das rechte Bein und leg die rechte Hand auf den Oberschenkel. Vielleicht nochmal kurz mit der Hand nachgreifen, bevor du tiefer hineinsinkst. Fuß nochmal flexen. Die innere Dehnung hier im Oberschenkel wahrnehmen. Sehr gut. Und dann wieder lösen. Komm zur Mitte. Streck noch einmal das Bein hier lang.
Schön zur Decke mit der Ferse. Und dann auflösen, Knie beugen, Fuß bewegen, gerne den Gurt zur Seite nehmen. Und dann kommen wir ins Happy Baby. Bring die Füße über die Knie. Greif die Fußaußenkanten. Und dann schieb mit leichtem Druck hier die Knie am Oberkörper vorbei. Versuch die Fersen über den Knien zu halten und trotzdem den unteren Rücken ein bisschen schwer zu machen auf der Matte. Die Ellbogen halten ein bisschen den Druck gegen den Knien an der Innenseite. Auch hier Kopf und Schultern bleiben auf der Matte. Füße nochmal flexen. Dehnung in den inneren und hinteren Oberschenkeln. Und dann wieder auflösen, Knie greifen, nimm etwas Schwung, komm zum Sitzen. Kommen wir langsam zur ersten sitzenden Dehnung hier. Mach dich frei hier, breit in den Füßen, soweit es für dich möglich ist. Und versuch dich langsam aufzurichten im Oberkörper. Wenn es dir hier schon schwer fällt, die Beine weit zu öffnen oder wenn du merkst, du kannst dich nicht aufrichten, dann setz dich wie ich entweder gerne auf ein aufgerolltes Handtuch oder gerne sogar auf einen Block oder vielleicht sogar ein Kissen. Irgendwas, wo du dich ein paar Zentimeter erhöhen kannst. Schieb gerne noch mal ein bisschen die Haut, die Muskeln weg unter den Sitzbeinknochen. Und wenn du dich dann hier so ein bisschen gefunden hast, richte dich auf, bring die Hände zunächst nach hinten, flex die Füße, aktiviere die Oberschenkel, ein bisschen aktiver hier werden und dann schieb dich ein bisschen nach vorne. Mit dem Herzen. Nicht nach unten, sondern erstmal nach vorne. Finde ein bisschen die inneren Oberschenkel, die Dehnung dort. Flex weiter, Waden schwer. Dann komm wieder etwas raus, nimm den Druck raus. In der Einatmung streck die Arme zur Decke, bleib in den Beinen und dann ausatmen, schieb dich vor. Einatmen, aufrichten. Ausatmen, vorschieben. Ein. Aus. Ein. Aus. Und der letzte nochmal ein. Aus, vor und halte hier lange Arme oder leg die Hände Unterarm auf die Matte. Versuche aber den unteren Rücken gestreckt zu lassen. Ist nicht wichtig, wie tief man hier kommt, sondern dass du mit aktiven Oberschenkeln arbeitest, aus dem Becken heraus das Kippen findest. Und tief atmest. Lass den Nacken entspannt, den Blick zum Boden, vor allem wenn du tiefer kommst. Denk an die Füße, lass sie nicht nach innen kippen, die Zehen. Ein paar Momente noch. Und dann wieder auftauchen. Aus den Beinen lösen. Gerne die Oberschenkel greifen. Kurz hier zusammenstellen die Füße. Komm in eine kleine Gegenbewegung. Heb dein Herz. Schieb vielleicht ein bisschen das Becken hoch. Die leichte Brücke hier finden. Vierbeiniger Tisch finden. Und dann wieder zum Sitzen kommen auf die Matte. Komm dann in den Gekreuzt-Sitz. Bring die Beine lang und dann komm in den gekreuzten Sitz. Bring die Fersen unter die Knie. Für dich
wenn es dir schwerfällt, die Schienbeine in der Mitte zu kreuzen, wenn die Knie noch sehr weit in der Luft sind, du die Füße nicht so gut flexen kannst, setz dich etwas höher, komm vielleicht auf einen Block oder auf ein Handtuch oder lass das vordere Bein gestreckt. Wenn du dich hier eingerichtet hast, Gesäß nochmal schwer machen, Arme heben und dann langsam nach vorne sinken. Wir wollen eine Hüftdehnung hier aufbauen. Hände zur Matte, Unterarme zur Matte. Und dann langsam mit dem Blick nach unten fallen, ein bisschen den Oberkörper entspannen. Wenn der obere Rücken ein bisschen rund wird, ist das okay. Versuche ihn vielleicht ein bisschen Länge zu halten im Lendenbereich. Dich eher auf die Dehnung in der Hüfte, im Gesäß außen zu konzentrieren. Dort hinein zu atmen. Immer doch den leichten Impuls aus den Füßen, hier im geflexten Fuß bleiben. Knie etwas schwerer machen über den Fersen. Ein, zwei Atemzüge noch. Und dann wieder auftauchen, auflösen, Seite wechseln. Anderes Bein, anderer Unterschenkel nach vorne. Unter den Knien die Fersen. Schienbeine kreuzen. Füße aktivieren im Flex. Und dann wieder in der Einatmung, wenn du bereit bist, streck dich und zieh dich langsam, sinke langsam nach vorne. Auch hier finde eine leichte Hüftdehnung. Vielleicht etwas intensiver jetzt auf dieser Seite, wenn du vielleicht mit einer etwas stärkeren, etwas weicheren Seite angefangen hast. Spürst du die Dehnung vielleicht hier etwas bewusster, etwas deutlicher? Noch hier ein paar Atemzüge ruhig werden, Augen schließen, Kopf ein bisschen fallen lassen, Knie und Füße im Flex, im Tiefsinken aktivieren. Hier noch ein Atemzug und dann wieder auftauchen. Hier lösen, Arme heben, komm mit den Füßen auseinander, streck die Beine kurz locker, ein bisschen die Füße. Und dann kommen wir in die zweite Hüftdehnung, stell die Füße auf, bring die Hände hinter dich, bring ein bisschen Druck auf die Hände, heb das Gesäß leicht von der Matte und dann wie in einem Nadelöhr bring den rechten Fuß, den rechten Knöchel auf den linken Oberschenkel. Sink mit dem linken Gesäß und rechten Gesäß wieder auf die Matte. Und dann schieb dich ein bisschen zusammen hier. Hände leichten Schub. Drück dein Herz zur rechten Wade. Flex den rechten Fuß. Drück das rechte Knie nach vorne. Und finde auch hier ein bisschen Dehnung in der rechten Gesäßseite. Schau, dass die Schultern nicht zusammensinken. Dass sie nicht nach oben ziehen, sondern dein Herz geöffnet bleibt. Das rechte Knie von dir wegdrückt, das Herz leicht hinterher schiebt, die Zehen anziehen. Noch hier kannst du für dich steuern, wie intensiv das Ganze wird. Und dann löse diese Seite und wechsel. Schieb dich nach oben, streck das rechte Bein und dann bring den linken Fuß, Knöchel auf den rechten Oberschenkel. Auch hier das Gesäß sinken lassen, versuch beide Gesäßhälften in der Matte zu halten, Fuß zu flexen, Hände so platzieren, wie du es angenehm findest, Finger hinten oder außen und dann schieb die Wade nach vorne, den Fuß flexen, das Knie zeigt nach links, das linke und das Herz drückt zur Wade nach vorne. Rechter Fuß nicht zu weit von dir weg, dass du dich dort ein bisschen stabilisierst. Ah, schöne tiefe Atemzüge. Beide Gesäßhälften in der Matte. Herz geöffnet, Schultern tief.
Sehr gut, und auch hier wieder rauskommen. Druck auf die Hände, heb das Gesäß gerne erst an und dann löse das Bein. Bewege es ein wenig. Und dann wechseln wir von hier in den herabschauenden Hund. Komm nochmal mit den Fingern, mit den Händen nach vorne und streck nochmal das Gesäß zur Decke hier. Komm nochmal jetzt in die Waden. Lass das linke Knie etwas gebeugt, schieb die rechte Ferse tief. Halte dort ein bisschen die Länge im inneren Bein. Achte darauf, dass die Ferse ein bisschen nach außen drückt, ganz leicht. Schiebt, schwer wird. Wechsel. Rechtes Knie beugen, linke Ferse schiebt tief. Und dann noch einmal rechte Seite tief, links beugen. Nochmal links. Langer Rücken. Lass die Schulter nicht zusammensinken im Hund. Nacken entspannt sich. Und dann beide Beine beugen. Beide Fersen tief schieben. Blick nach vorne, wandere zwischen die Hände. Halbe Vorbeuge, atme ein. Große Vorbeuge, atme aus. Halbe Vorbeuge nochmal ein und dann steig mit dem linken Fuß nach hinten. Mach den großen Schritt. Bring das linke Knie auf die Matte. Bring den rechten Fuß etwas weiter nach außen. Bring beide Hände zur Innenseite des rechten Fußes. Und sink hier nochmal ein bisschen in die Schwere. Rechtes Knie beugt, schau, dass du wieder über dem Sprunggelenk bist, vielleicht leicht dahinter. Bring die Hände etwas nach vorne, komm vielleicht auf die Unterarme oder auf einen Block. Schau, dass das rechte Knie nicht nach außen drückt, nach vorne zeigt. Und sink mit dem Herzen am rechten Bein vorbei zur Matte. Lass den Blick nach unten gerichtet, lass auch hier den Nacken lang. Lass den linken Hüftbeuger, den linken Oberschenkel tiefer sinken. Sehr gut. Hände zurück, richte dich etwas auf. Und dann wechsel über den Hund oder von vorne. Langsam das rechte Bein nach hinten, rechtes Knie tief, Fuß entlang machen, beide Hände zur Innenseite des linken Beines bringen, linken Fußes bringen. Und dann auch hier langsam sinken lassen, vielleicht natürlich gerne auch polstern, wieder mit dem Handtuch hinten unter dem Knie und dann komm mit den Händen etwas vor, vielleicht auf die Unterarme tief, sinke am linken Knie vorbei zur Matte. Leichte Länge halten im unteren Rücken. Und dann auch hier wieder auftauchen. Hände auf die Matte. Auch hier wieder langsam zurückkehren. Diesmal in den Hund nach hinten. Dann kommen wir nochmal in den Frosch. Setz dich langsam hin. Komm mit den Knien auf die Matte auseinander. Soweit es für dich erstmal möglich ist hier. Und dann schau, dass du deine Fersen etwas breiter hast als deine Knie. Also ein bisschen nach außen schiebst. Die Füße flexst du, sodass die Zehen schön zur Seite zeigen. Die inneren Fersen schwer machen. Und dann kommst du langsam mit den Unterarme vielleicht auf die Matte, auf den Boden vor dir, je nachdem wie du ausgerichtet bist. Und dann lässt du die Knie nach außen sinken. Und dann schiebst du nicht das Gesäß nach oben, sondern ziehst den Bauchnabel leicht nach innen.
und bearbeitest mit dem Gesäß leicht nach hinten, wieder zwischen die Knie, sodass sie ungefähr auf einer Linie sind. Und sinkst dann langsam mit deinem Becken tiefer. Und lässt die Knie auseinanderfallen. Lässt die Füße geflext, lässt den Oberkörper entspannt, den Blick nach unten richten. Und genießt die tiefe Dehnung jetzt in den inneren Oberschenkel. Du merkst, die Knie gehen weit auseinander. Gib den Beinen ein bisschen mehr Platz. Achte darauf, dass du nicht einsinkst, im Bauch ein bisschen Spannung hältst, immer wieder den leichten Impuls finden, das Gesäß nach hinten schieben, Füße flexen, inneren Fersen schwer halten, ein paar Atemzüge noch hier. Sehr gut. Und dann lass dir Zeit, wenn wir rauskommen, kommen wir erstmal wieder auf die Hände, bring erstmal wieder die Fersen zusammen und dann nach und nach die Knie zusammenlegen. Dich wieder auf die Matte begeben, ausrichten, gerade vielleicht nochmal hier kurz im Vierfüßler ein Bein strecken, das andere Bein strecken. Komm in den herabschauenden Hund. Und dann wander nochmal mit den Händen und Füßen ein bisschen zusammen. Öffne die Knie, die Beine, die Füße nochmal mattenbreit. Und komm auch hier nochmal in den Frosch, in den Squat. Und bring dich nochmal hier in eine schöne Position. Schwere Fersen. Wenn du die Fersen nicht auf der Matte halten kannst, nimm dir vielleicht ein Handtuch unter die Fersen. Oder nimm dir vielleicht ein kleines Polster unter das Gesäß, aber versuch trotzdem hier ein bisschen in den Beinen zu bleiben, das Gewicht etwas mehr auf die Fersen zu bringen, den Rücken aufzurichten, die Hände entweder vor dem Herzen oder leg sie entspannt auf die Knie ab, die Ellbogen. Schließ die Augen. Letzte Runde, letzte Position hier. Nimm wahr, wo es dir schwerfällt, so zu bleiben, in den Knien wahrscheinlich oder im Sprunggelenk unten. Der Körper, der menschliche Körper ist eigentlich dafür geschaffen, diese Position gut zu halten. Nur durchs lange Sitzen auf Stühlen ist alles sehr verkürzt bei den meisten Menschen, deswegen müssen wir immer wieder hineinfinden in diese Übung hier. Immer wieder ein bisschen uns dort aufhalten, um uns wieder ein bisschen dort frei zu machen, weich zu machen. Wenn man nach Asien schaut, in andere Länder schaut, sieht man die Menschen fast den ganzen Tag in dieser Position hocken. Versuch du auch wieder jeden Tag ein wenig diese Position für dich zu finden, dich dort frei zu machen. Ein paar entspannte Atemzüge. Und dann auch hier wieder langsam rauslösen. Hände nach vorne bringen, Augen öffnen, wenn sie geschlossen waren. Streck die Beine, schließ die Füße nach und nach. Lass dich nochmal hier kurz aushängen in der großen Vorbeuge. Ellbogen greifen oder Füße greifen. Letzter kleiner Schub in der halben Vorbeuge. Nochmal aktiv werden. Und dann absetzen. Knie auf die Matte. Ins Kind nochmal fallen. Zusammenziehen, zusammenrollen wie ein kleines Paket. Nachspüren. Dann auftauchen. Beende deine Stunde in einem schönen Sitz für dich. Langer Nacken, Hände entspannt, vorm Herzen im Namaste zusammenführen. Nochmal hier für dich gerne.
bleiben. In deinen Körper hineinhorchen. Die Ruhe im Geist spüren. Und dich wieder bedanken und ehren für die Zeit auf deiner Matte, wie immer. Einatmen, lang werden, ausatmen zur Stirn, für klare Gedanken, zum Kinn, zum Mund, für wahre, ehrliche Worte, zum Herzen, für ganz viel Kraft und Energie. Verneige dich, Namaste.